Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Thermal Studio. Ich werde versuchen, Ihnen in den nächsten Minuten, knappe Stunde, denke ich, wird es dauern, Ihnen die Grundfunktionen und die ersten Schritte in FLIR Thermal Studio näher zu bringen. Die Software FLIR Thermal Studio ist ja eine neu entwickelte Software, die mit den neuen Kameras kompatibel ist und löst somit die Vorgängersoftware FLIR Tools Plus ab. Zum Ablauf des heutigen Webinars, ich werde Ihnen in kurzen Worten vorstellen, wer wir sind, wer Topa ist. Wir werden uns dann über die verschiedenen Thermal Studio Varianten unterhalten. Also FLIR Thermal Studio gibt es in verschiedenen Leistungsklassen oder mit verschiedenen Funktionsklassen. Wir schauen uns die Bildbearbeitung an, was da möglich ist, welche Funktionen wir da zur Verfügung haben. Wir gehen über zur Berichterstellung, welche Möglichkeiten wir hier haben. Software FLIR Thermal Studio gibt es auch noch eine Funktion, die nennt sich Stapelverarbeitung. Das heißt, ich kann mehrere Bilder in einem Schritt bearbeiten. Das ist auch ganz neu und auf vielfachen Wunsch unserer Kunden wurde das auch jetzt in der neuen Software übernommen, weil die Anforderung doch immer wieder besteht. Und zum Schluss werden wir in den Live-Modus gehen. Ich werde dann eine Kamera verbinden. Dann kann ich Ihnen zeigen, wie man über die Software die Kamera fernsteuern kann und welche Möglichkeiten wir hier sonst noch haben. Zur Firma Topa GmbH. Uns gibt es seit 26 bzw. 27 Jahren. Die Gründung war 1994 mit dem Schwerpunkt Großhandel für analoge Messtechnik. Ja, in der Haustechnik, also Heizung, Lüftung, Klima. Seit 2004 sind wir FLIR Platinum Partner und FLIR ITC Partner. Und Platinum Status, was sagt es aus? Im Endeffekt, wir dürfen nahezu alle FLIR Produkte vertreiben. Ich persönlich befasse mich seit 2009 mit der Thermografie, bin auch zertifizierter Thermograf, wie auch alle unsere Mitarbeiter, die sich mit der Thermografie im Hause beschäftigen, zertifizierte Thermografen sind. Ja, welche Bereiche können wir abdecken? Also neben dem klassischen Baubereich und der Forschung und Entwicklung natürlich jetzt immer mehr Automatisierung, Sicherheitsanwendungen, Industrieanwendungen, vorbeugende Instandhaltung, was natürlich jetzt in der jetzigen Zeit auch noch dazugekommen ist, sind die EST-Anwendungen, also Erkennung von erhöhter Körpertemperatur. Auch für diesen Anwendungsbereich wurden die FLIR-Kameras konzipiert. Wie gesagt, wir sind FLIR-Platinum-Partner und FLIR-ITC-Partner. ITC, das ist das Infrared Training Center von der Firma FLIR. Da können wir auch Ihnen Schulungen anbieten. Zum einen entweder direkt vermitteln, dass Sie die Schulung bei FLIR machen, beziehungsweise Sie haben auch die Möglichkeit, bei uns in unserem Schulungszentrum in Kaufbeuren an der Schulung teilzunehmen oder wir machen auch Inhouse-Schulungen. Hier sehen Sie einen kleinen Überblick, klassisch die Thermografie-Einführung, spezielle Anwenderseminare, Software-Schulungen, auch für die ganzen Softwareprodukte, die zur Verfügung stehen. Es gibt die Zertifizierungskurse. Wir können davon Level 1 und Level 2 anbieten. Individuelle Inhouse-Schulungen, die sehr gern von unseren Kunden beauftragt werden, weil man halt dann vor Ort beim Kunden eine Einführung machen kann, die halt speziell abgestimmt ist auf unsere Kunden. Und neu jetzt, auch in Zeiten von Corona, natürlich die Webinare zum Thema FLIR EST-Screening, Thermal Studio, das wir heute machen. Und auch Research Studio ist auch eine neue Software, die für Forschung und Entwicklung noch mehr Analysefunktionen hat wie die Thermal Studio. Gibt es auch ein Webinar zum Thema FLIR Thermal Studio. Wie anfänglich gesagt, gibt es die Software in verschiedenen Varianten. Wir beginnen mal mit der FLIR Thermal Studio Starter. Diese Software ist kostenfrei. Mit der Variante haben Sie die Möglichkeit, einfaches Bearbeiten von radiometrischen Bildern. Also Sie haben zur Verfügung Messfunktionen wie Messpunkt, Messfläche, eine Linie können Sie reinsetzen oder eine Ellipse. Das ist möglich. Sie haben die Möglichkeit, eine Berichterstellung über vordefinierte Vorlagen. Die können Sie verwenden oder Sie können Berichterstellung machen ohne Vorlage. Es funktioniert natürlich auch. Dann haben Sie die Möglichkeit, in der Starter-Ausführung die Berichte als PDF zu speichern und dementsprechend dann halt auch Ihren Kunden oder für Sie weiter
zu verwenden. Die FLIR Thermal Studio Standard ist eine kostenpflichtige Software. Die Firma FLIR hat auch ihre Lizenzmethode geändert. Also es ist so wie bei anderen großen Softwareherstellern mittlerweile auch ein Abonnement, das Sie abschließen können, immer für ein Jahr. Wenn Sie an den Kosten interessiert sind, würde ich Sie bitten, entweder Sie informieren sich bei uns auf der Webseite. Also bei der Studio Standard Variante, da haben wir dann schon etwas mehr Möglichkeiten zum Bearbeiten von den radiometrischen Bildern und Videos. Also hier können wir dann auch schon Videos bearbeiten. Also zu den vorher genannten Messfunktionen kommt jetzt noch so eine Delta-Messung dazu, Wärmebrückenalarm, Taupunktfunktion, Berichterstellung. Also ich kann mir jetzt 5 selbstdefinierte Vorlagen erstellen. Und ich habe hier auch schon die Möglichkeit, über die mit der Stapelverarbeitung zu arbeiten, was in der Starter-Version nicht möglich ist. Und natürlich die Thermal Studio Pro Jahresabonnement, das Sie abschließen können. Hier haben Sie also beim Bearbeiten von Bildern und Videos die vollen Funktionalitäten. Da kommen dann als Messfunktionen zum Beispiel noch Polygon hinzu oder ein Zauberstab. Der ist sehr interessant, funktioniert auch hervorragend. Werde ich Ihnen dann auch bei der Bildbearbeitung zeigen. Haben dann auch unlimitierte Möglichkeiten für die Vorlagenerstellung, auch die Bearbeitung für die Stapelverarbeitung. Da habe ich auch alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Und was ich auch mit der Pro-Variante machen kann, ich kann die Kameras im Live-Modus verwenden. Also das funktioniert nur mit der Studio Pro. Und darüber hinaus gibt es noch eine Erweiterung, die nennt sich FLIR Root Creator. Das ist zum Erstellen von Inspektionsplänen. Darüber werden wir uns aber heute nicht unterhalten. Das würde den Rahmen sprengen. Dann werden wir in den Live-Modus wechseln, wenn Sie die Software starten. Im Endeffekt Software wie jede andere auch. Ich habe oben meine Menüs, ich habe meine Icons. Links hier in dem Bereich finden wir jetzt Shortcuts. Also das heißt, ich kann halt relativ schnell einen Bericht erstellen. Wenn ich hier draufklicke, komme ich auf die Seite. Ich kann einen Bericht mit der Vorlage generieren, neue Berichtsvorlage erstellen. Dann haben wir hier die ganzen Funktionen für den Stapel. Also Stapel, das heißt immer Stapelverarbeitung beginnen, den letzten Stapel nochmal bearbeiten. Und es ist alles eigentlich sehr gut mit Kommentaren hinterlegt, dass man sich auch darunter was vorstellen kann. Wichtig ist vielleicht noch bei den Optionen. Hier haben Sie gewisse Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Ausgabe, wo werden Exporte abgelegt. Das können Sie hier definieren. Wie bei jeder anderen Software in den Einstellungen habe ich halt hier schon im Vorfeld ein paar Möglichkeiten. Überlagerung Datei Explorer, Überlagerung Stapelverarbeitung, die schauen wir uns dann auch nochmal an. Hier ist es vielleicht nicht ganz einfach wieder zu finden, wie man rauskommt. Hier ganz rechts unten ist immer so ein Schließen-Button. Im nächsten Reiter ist dann die Bibliothek. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Auf der linken Seite sehen Sie Ihre Ordnerstruktur Ihres Rechners. Sie können hier auch von einem Ordner in den nächsten wechseln. Sie sehen dann in der Mitte dann auch immer die Infrarotbilder, die Thermogramme, die in dem jeweiligen Ordner hinterlegt sind. Und wenn Sie ein Thermogramm markieren, erscheint hier auf der rechten Seite alle weiteren Informationen zu diesem Thermogramm. Sie haben dann hier oben natürlich auch die Möglichkeit in der Berichterstattung dann dementsprechend Bilder auszuwählen und direkt in die Berichterstattung zu gehen oder direkt in die Stapelverarbeitung zu gehen. Sie können Bilder ausschneiden, kopieren, so wie Sie es kennen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, sozusagen von der Kamera importieren. Funktioniert natürlich nur, wenn eine Kamera mit der Software verbunden ist, was in dem Fall aktuell noch nicht ist. Kommen wir zur Bildbearbeitung. Sie können entweder hier sagen, ausgewählte Datei hinzufügen zur Bildbearbeitung oder einen Doppelklick. Sofern das ein radiometrisches Infrarotbild ist, stehen Ihnen hier oben auch die ganzen Funktionen zur Verfügung. Es würden auch Bilder, also JPEG-Bilder angezeigt werden, die nicht radiometrisch sind. Viele Kameras speichern ja mittlerweile multispektral ab. Multispektral heißt also, ich habe nicht nur mein Thermogramm, also mein Infrarotbild, sondern in diesem JPEG versteckt sich ja auch immer noch ein Tageslichtbild. Das sehen Sie jetzt hier. Das wird hier auf der rechten Seite dann dementsprechend über den Bildeinstellungen wird das angezeigt. Sie haben dann hier die Möglichkeiten, ganz links oben den Zoom zu ändern. Also Sie können tatsächlich die Größe des Bildes, Sie können am Bildschirm anpassen oder Sie können dann auch
sehr extrem in das Bild reinzoomen. Wir empfehlen immer an den Bildschirm anpassen, dann wird der Bildschirm ausgefüllt und Sie haben die Bestmöglichkeit, in dem Bild zu arbeiten. Als nächstes können Sie hier Entwürfe speichern. Das heißt, wenn Sie Änderungen an einem Bild vornehmen, können Sie das einmal als Entwurf mal wegspeichern. Ist es immer wichtig, wenn Sie jetzt mit einem Thermogramm arbeiten, das aufgenommen worden ist, sich vorher Sicherheitskopie anlegen und mit der Sicherheitskopie arbeiten. Zur Bildbearbeitung haben Sie hier mehrere Möglichkeiten. Sie sehen ja hier links die Temperaturskala des Bildes. Die wurde aufgenommen im Automatikmodus. Also es wird angezeigt die minimale und maximale Temperatur. Sie können hier über den Schieberegler haben Sie auch die Möglichkeit, dementsprechend Level und Span zu ändern. Sie können das komplett machen oder Sie nehmen sich hier dementsprechend, können Sie die Spanne auch kleiner machen und dementsprechend hinziehen, wo Sie es möchten. Gefällt es Ihnen nicht mehr, Doppelklick in den Balken und dann kommen Sie wieder zur automatischen Einstellung. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Entwurf zu speichern. Ein Entwurf ist immer wichtig. Wir sagen bei unseren Schulungen ja immer, nicht mit dem Originalbild arbeiten, immer eine Sicherheitskopie erstellen. Es kann ja durchaus mal sein, dass vielleicht ein Bild zerstört wird und dann hätten Sie halt noch eine Sicherheitskopie. Welche Messfunktionen haben wir zur Verfügung? Also Sie sehen hier schon einen Messpunkt. Hier verstecken Sie dann die verschiedenen Messfunktionen. Wenn Sie eine Firmenstudio Standardversion verwenden, wird unter Umständen Polygon und Zauberstab ausgegraut sein. Das heißt, Sie können auf die Funktionen nicht zurückgreifen. Ich sage, Sie können hier eine Linie hinterlegen. Ich mache das jetzt einfach mal über die Finger. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, hier haben wir ja die Profilbehandlung oder Profilhandlung anzeigen. Das sieht man jetzt hier auch das Profil entlang der Kennlinie. Es wird auch immer der Hotspot und der Coldspot angezeigt. Das könnte ich mir ausblenden lassen. In dem Fall mit der rechten Maustaste auf die Messfunktion. Dann haben Sie hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es werden hier rechts ja auch zur Linie die maximale, minimale Temperatur angezeigt, die Durchschnittstemperatur entlang der Linie. Das könnte ich mir hier alles anzeigen, also ich kann es mir anzeigen lassen, ich kann es aber auch abwählen. Also wenn ich jetzt sage, Durchschnitt interessiert mich nicht, dann verschwindet das hier auch. Und genauso verhält sich es dann mit den Hotspot-Markierungen oder die Coldspot-Markierungen. Wenn ich sage, das benötige ich nicht, dann verschwinden die. Jetzt sind sie weg. Der grüne Punkt, der gibt jetzt nur an, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, dass ich da auch eine Zuordnung habe. Wenn ich sage am mittleren Finger, die wärmste Temperatur ist ungefähr hier, dann wird mir das halt anhand des Markers angezeigt. Ansonsten Einstellungen zu den Messfunktionen, das ist für alle gleich. Rechte Maustaste auf die Messfunktion und dann haben Sie halt hier verschiedene Möglichkeiten zum Anzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit zu sagen, lokale Parameter verwenden. Das heißt, Sie können dann abweichen von den Parametern, die für das ganze Bild eingestellt sind, für die eine Messfunktion einen gesonderten Emissionsgrad, eine andere reflektierte Temperatur oder die Entfernung einstellen. Zum Entfernen von Messfunktionen, entweder mit der rechten Maustaste hier auf Entfernen gehen oder über die Tastatur mit der Entfernen-Taste, dann verschwinden die Messfunktionen auch. Wie gesagt, wir haben hier verschiedene Messfunktionen, eine Ellipse, Delta-Anzeige, also die Temperaturdifferenz von zwei Messpunkten oder zwei Messfunktionen. Ich habe hier auch Polygon, was eine sehr schöne Funktion ist. Das heißt, ich kann mir eine selbst definierte Fläche, also keinen Kreis oder kein Quadrat, sondern ich kann es halt meiner Messaufgabe dementsprechend anpassen, kann mir ein Polygon erstellen. Ich kann das, wenn das fertiggestellt ist, natürlich dann immer noch abändern. Ich kann das dementsprechend einzelne Punkte mir ändern oder im Ganzen verschieben. Also da habe ich sehr viele Möglichkeiten. Auch hier Coldspot, Hotspot anzeigen. Das ist möglich. Also das
versteckt sich dann hinter Polygon. Und dann hätten wir noch einen Zauberstab, wo ich ja gesagt habe, das ist eine sehr gute Anwendung. Beim Zauberstab, da werden gewisse Temperaturbereiche berücksichtigt, die annähernd die gleiche Temperatur haben. Wenn man das jetzt mal hier vom Fingernagel ausgeht, setze ich mir meinen Zauberstab hier drauf, klick einmal drauf und dann wird automatisch sozusagen ein Polygon erstellt. Also das ist jetzt nichts anderes wie ein automatisch generiertes Polygon. Funktioniert auch ganz gut. Also auch hier haben sie dann die Möglichkeiten, die einzelnen Punkte zu verändern. Also Sie sehen schon, das sind wesentlich mehr Punkte, als ich händisch hier im Polygon gemacht habe. Also ist noch viel feiner. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, die Bilder noch mit Pfeilen oder Formen oder Kommentaren zu versehen. Machen wir es mal mit einem Pfeil. Wenn irgendwo eine Auffälligkeit ist, hier ist vielleicht etwas erhöhte Temperatur, kann ich hier einen Pfeil erstellen. Den kann ich natürlich rechte Maustaste, also immer wenn ich eine Funktion bearbeiten möchte, rechte Maustaste, kann ich dann die Farbe ändern. Also ich will das jetzt nicht weiß, sondern rot haben. Kann ich das dementsprechend ändern. Ich kann hier auch einen Text eingeben, den möchte ich jetzt auch in rot haben, den Text. Dann sieht man hier oben leichtes Textfeld, mache ich einen Doppelklick, dann kann ich hier meinen Text eingeben. Und hier haben Sie halt dann mehrere Möglichkeiten, also Pfeile oder wenn Sie auf irgendwas darauf hinweisen wollen, ein Achtungsfeld, also da haben Sie unheimlich viele, viele Möglichkeiten zur Verfügung. Muss man auch sagen, also in der Thermal Studio Pro in der Software wurde sehr viel auf die Reporterstellung geachtet. Also man kann hier annähernd wie in Word, sage ich mal, später kommen wir dann dazu bei der Berichterstellung, haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Haben natürlich auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Farbpaletten zu arbeiten. Sie klicken einfach auf die dargestellte Farbpalette. Dementsprechend ändert sich natürlich die Farbpalette gleich. Das ist jetzt Regenbogen High Contrast. Und was Sie auch noch welche Möglichkeit Sie haben, wenn Sie jetzt eine vordefinierte Farbpalette haben, vielleicht aus einer alten Software, wo Sie sagen, die Farbpalette gefällt mir gut, dann können Sie die in dieser Software integrieren. Sie klicken einfach aus Datei. Gehen dann auf die entsprechende PAL-Datei, also PAL, das ist die Endung, Dateiendung PAL steht für Palette. Und wenn Sie da eine Datei haben, klicken Sie die an, sagen Sie öffnen. Das heißt natürlich, Palette gibt es bereits, weil ich die schon hinzugefügt habe. Dann haben Sie hier die Palette, die Sie auswählen können und dementsprechend könnten Sie halt dann Ihre frei definierten oder alten Paletten, die Sie gern verwenden, hier weiterverwenden. Wir haben auch die Möglichkeiten, Isotherme hinzuzufügen. Zum einen haben wir oberhalb, Intervall oder unterhalb. Hier ist dann auch Taupunktfunktion, also mit der Feuchtigkeit oder Wärmebrückenfunktion. Das ist hier mit Feuchtigkeit und Isolierung dargestellt. Machen wir mal einen Oberhalbalarm. Der Regler für den Schwellwert, der befindet sich ganz unten. Also Sie haben hier den Regler. Den können Sie jetzt dementsprechend ändern. Ändert sich dann auch hier der Grenzwert oder Sie tippen hier rein und sagen, ich möchte den Grenzwert eingetippt haben, dann tippen Sie einfach die gewünschte Temperatur, die Grenzwerttemperatur ein. Sie sehen dann hier auch immer eine Abdeckung, also 43% aller Pixel des Bildes überschreiten den Grenzwert. Zur besseren Darstellung empfehlen wir natürlich immer bei Isothermen, weil der wird ja in Farbe dargestellt, in der Farbpalette Graustufen. Dann sieht man hier auch dann die überstiegenen Temperaturen deutlicher. Wenn Sie den Isotherm nicht mehr haben möchten, einfach hier oben den Haken rausmachen. Dann haben wir hier Möglichkeit der Farbverteilung. Klassisch ist ja signallinear oder eher temperaturlinear. Da sieht man also die Farbverteilung. Jede Palette hat ja eine gewisse Anzahl von Farben zur Verfügung. Und bei der linearen Verteilung werden die Farben linear zur Temperatur verteilt. Bildverbesserung kann man dadurch auch erhalten, dass man halt
die Farben dementsprechend nicht linear verteilt, sondern in einem Histogrammausgleich. Das Bild, das wird analysiert und für Temperaturen, die häufig vorkommen, werden mehr Farben verwendet. Das heißt, Sie haben einen besseren Kontrast und die Darstellung ist besser. Das können Sie auch hier immer recht schön den Unterschied sehen. Also Histogrammausteil, da habe ich mehr Details. Gibt hier dann auch noch eine DDE-Darstellung. Die kommt also im Histogrammausgleich relativ nahe. Das können Sie für sich selber auswählen, was Ihnen da lieber ist, wie die Darstellung ist. Es kommt auch immer auf das Thermogramm an. Auch von der Farbpalette her müssen Sie einfach mal ausprobieren für Ihre Anwendung, für Ihr Thermogramm, welche Farbpalette und welche Farbverteilung für Sie da am geeignetsten oder am besten ist. Wir haben, wie gesagt, die automatische Skalenanpassung. Also wenn wir hier unten die Anpassung manuell stellen, habe ich gesagt, entweder Doppelklick in die Leiste oder Sie haben dann hier auch die Möglichkeit zu sagen, automatische Skalenanpassung. Was hier auch noch möglich ist, das ist, aktivieren Sie die automatische Anpassung der Skala mit einem definierten Rechteck. Wir haben hier jetzt ein Rechteck und was macht die Funktion? Nichts anderes. Farbverteilung nur noch innerhalb des Rechtecks. Also es werden nur die Pixel berücksichtigt, die innerhalb dieses Quadrates oder Rechtecks sind. Die werden für die Farbverteilung berücksichtigt. Das heißt, ich habe halt noch einen besseren Temperaturverlauf in Bereichen, die mir halt jetzt wichtig erscheinen. Wenn ich sage, in dem Bereich möchte ich die Temperaturverteilung möglichst genau sehen, dann kann ich halt meinen Bereich dementsprechend definieren. Ich kann das verwerfen, dann gehen wir wieder zurück zur automatischen oder ich sage, okay, jetzt habe ich halt die Temperaturverteilung nur anhand oder nur innerhalb von dieser Fläche erzielt. Wenn mir das nicht mehr gefällt, wie gesagt, Doppelklick, kann ich jederzeit zurückgehen zur Darstellung. Das ist rein nur eine Anzeige. Es hat jetzt keinen Einfluss auf Messergebnisse oder Ähnliches. Das ist rein nur optisch, damit ich auch besser sehen kann. Was jetzt auch ganz neu ist in der Software, das ist die Funktion Zuschneiden. Also Sie haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich schneide mir nur gewisse Bereiche aus. Also vielleicht interessiert mich nur der Daumen. Dann sage ich, ich möchte nur meinen Daumen dementsprechend analysieren. Dann wird das Infrarotbild so zugeschnitten. Sie haben das also jetzt nicht mehr das ganze Bild, sondern nur noch den Bildbereich. Und wenn wir den jetzt speichern würden, würde auch nur noch dieser einzelne Bereich gespeichert. Also von daher nochmal zurück mit der Bildkopie arbeiten, weil so kann es jetzt leicht passieren, dass ich aus Versehen ein Bild zuschneide, bräuchte aber vielleicht in einem späteren Arbeitsgang nochmal das komplette Bild. Neue Funktion ist auch Bild rotieren. Es ist ja oft so, dass ich vielleicht die Kamera hochkant halten muss oder vielleicht auch über Kopf. Da haben Sie halt jetzt die Möglichkeit, dementsprechend sich das Bild hinzudrehen, wie Sie haben möchten. Wir haben hier vordefinierte Schritte, immer 90-Grad-Schritte. Oder Sie können das auch dementsprechend so hindrehen, wie Sie es haben möchten. Fusion-Modus bei der Bildbearbeitung. Ich habe ja gesagt, es wird multispektral gespeichert. Wir sehen jetzt hier das reine Infrarotbild. Ich kann hier mir auch das MSX-Bild anzeigen lassen. Sie sehen dann schon MSX, das ist also eine spezielle FLIR-Funktion. Das ist nichts anderes wie ein Überlagern der Kanteninformationen aus dem Tageslicht, werden reinprojiziert in das Infrarotbild. Und da haben Sie halt dann auch die Möglichkeit hier zu sagen, wie intensiv möchte ich die Überlagerung haben, möchte ich die nur angedeutet haben. Also im Beispiel der Hand ist es jetzt wenig gut ersichtlich. Gehen wir mal vielleicht zum Bild im Bild über. Auch hier habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, Bild im Bild Darstellung. Ich möchte vielleicht nur die Bilder, die Finger angezeigt haben. Und da sieht man halt dann, wie das aussehen würde, das Bild im Bild. Und genauso verhält sich es halt dann auch beim MSX, da werden halt die Kanteninformationen werden halt in das Infrarotbild reinprojiziert. Sollte jetzt mal die Überlagerung nicht passen, das sieht man jetzt hier,
Also ich kann das hier auch nachregeln. Wir sehen hier jetzt das Infrarotbild und das ist dann eben die Daten, die aus dem Tageslichtbild reinprojiziert werden. Das ist jetzt nicht deckungsgleich und hier habe ich halt die Möglichkeit, wenn das einmal, und das passiert dann, wenn das Bild nicht einwandfrei fokussiert ist, und das kann ich hier halt jetzt auch nachregeln. Und finde auch, das ist eine gute Geschichte, also den Fusionsabgleich anpassen. Hier haben Sie dann auch die Möglichkeit, die Überblendungsstufe dementsprechend einzustellen. Hoppala. Kann ich es dann auch nur andeuten, das Infrarotbild, oder ich gehe ins komplette Infrarotbild. Da haben Sie halt auch die Möglichkeit zu spielen. Wie gesagt, das ist alles nur fürs Auge, weil Sie sehen auch hier, egal welche Darstellung Sie haben, wir können trotzdem messen zur Bildbearbeitung. Sie haben dann die Möglichkeit, hier Änderungen zu speichern und schließen. Und dann wurden diese Änderungen übernommen. Sie sehen dann hier auch, ist unser Messpunkt, unsere Messfläche. Videos können genauso bearbeitet werden. Bearbeitung von Bildern oder Videos, da ist kein Unterschied. Lediglich haben wir hier ein einzelnes Bild bearbeitet oder wir können das genauso auch über ganze Videosequenz machen. Dann kommen wir zur Berichterstattung. Zum einen anfänglich gesagt, wir können mit einem leeren Bericht starten. Das heißt, ich habe hier einen leeren Bericht oder wir haben die Möglichkeit, soweit Vorlage generieren. Es gibt hier verschiedene automatischen Vorlagen, die von der Firma FLIR schon vorgegeben sind. Oder wir haben hier die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen. Das sind jetzt ja TOPA-Vorlagen. Jetzt nehmen wir mal TOPA, ER und Bild. Ich sage auswählen. Jetzt hat füge ich meine Bilder hinzu, die ich zum Bericht hinzufügen möchte. Da bleiben wir nur mal bei dem einen. Dann haben wir hier jetzt rechts von der Anordnung meinen Berichtsseiten. Mit Doppelklick kann ich natürlich dann auch auf meinen Bericht zugreifen. Also es ist ein vordefinierter Bericht. Es wurde also das Bild übernommen, es wurde auch das Tageslichtbild übernommen. Und Informationen zur Kamera, Parameter, Messungen, das wird hier alles automatisch angezeigt. Auch hier innerhalb eines Berichtes habe ich nach wie vor die Möglichkeit, die Bilder zu bearbeiten. Also Doppelklick auf das Bild und ich komme wieder in den Bearbeitungsmodus und kann hier dann auch nochmal meine Messfunktionen dementsprechend ändern oder Farbpaletten ändern. Kann ich machen. Dann wird das automatisch in den Bericht übernommen und auch die Temperatur, die Messwerte werden dementsprechend der aktuellen Lage und der aktuellen Temperatur natürlich angezeigt. Also das ist ein vordefinierter Bericht. Wir können selbstverständlich auch einen leeren Bericht erstellen. Das heißt, einen leeren Bericht erstellen. Die Seite ist immer so aufgebaut. Sie sehen hier links Ihre Bibliothek. Dann werden immer die Berichtsseiten, das ist so eine Schnellvorschau, angezeigt. Dann hier die zu bearbeitende Seite. Und hier haben Sie immer noch die Möglichkeiten zu sagen, ich möchte jetzt den Hintergrund nicht weiß haben, sondern möchte ihn leicht gräulich haben. Dann können Sie dementsprechend Ihre Berichtsseite definieren für einen neuen Bericht. Sie haben dann hier oben die ganzen Funktionen zur Verfügung. Es ist wie bei jeder Software auch, speichern, unterschließen, exportieren. Und hier sind halt dann die ganzen Funktionen, die Sie für die Berichterstellung haben. Das ist alles immer zusammengefasst hier in diesem Bereich, also dass Sie eine Tabelle einfügen, Bild einfügen. Und das sind immer so Einzelfunktionen. Wir gehen jetzt Bild einfügen. Dann kann ich immer sagen, was will ich für ein Bild eingefügt haben, Thermogramm oder Foto. Ich nehme jetzt mal ein Thermogramm. Dann wird hier mein Thermogramm eingefügt. Im nächsten Schritt, weil ich will ja also kein Rasterbild haben, sondern ich will ja tatsächlich eine Infrarotaufnahme. Ich wähle mir dann die Infrarotaufnahme aus und ziehe sie einfach hier in dieses Feld. Und jetzt haben Sie natürlich auch noch die Möglichkeiten, mit dem Bild zu arbeiten. Und jetzt kommen wir auch zur Überlagerung. Wie Sie jetzt sehen, ist das Bild, das ist ja das Originalbild, mit gewissen Informationen überlagert worden. Hier zum Beispiel auch eine unheimlich grob dargestellte Skala. Viele möchten das vielleicht so nicht dargestellt haben. Jetzt können Sie hier sagen, ich
gehe in meine Überlagerung und jetzt haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, die Sie überlagert haben möchten. Zum einen können Sie sagen, die Überlagerung deaktivieren, dann wird überhaupt nichts angezeigt. Oder Sie können halt dann dementsprechend definieren, was möchten Sie angezeigt haben. Also die Messwerte, Bild, sage ich mal, in dem Fensterausschnitt haben Sie die Möglichkeit, die Überlagerung einzustellen. Ich schalte sie jetzt hier einfach mal aus. Also da heißt es nur Skala anzeigen, ja, nein. Wir wissen ja alle als erfahrene Thermografen, eine Temperaturskala ist ein absolutes Muss für ein Thermogramm bilden, weil nur anhand der Temperaturskala kann ich ja dementsprechend die Temperaturen, Farben einer Temperatur zuordnen. Nichtsdestotrotz gibt es hier die Möglichkeit, die Skala auszublenden. Aber ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit zu sagen, mir eine separate Skala einzublenden. Und dementsprechend kann ich hier die Temperaturskala dann schön bequem neben dem Bild platzieren. Das heißt, ich habe meine zugeordnete Temperaturskala, was dann wieder in Ordnung ist. Und ich habe mein Infrarotbild und sehe halt meine Informationen, auf die es mir halt ankommt, sehe ich halt besser. Wir können dann natürlich auch noch das Tageslichtbild oder irgendein anderes Bild hinzufügen. Wir haben hier die Möglichkeit, Tabellen einzufügen. Hier auch wieder eine leere Tabelle, vordefinierte Tabellen. Also sehen Sie jetzt schon eine Tabelle vielleicht für Messungen. Wir haben ja hier in dem Bild zwei Messungen. Einmal unseren Messpunkt SP1, der wird halt dementsprechend dann angezeigt, tabellarisch. Und unsere Box 1 mit der maximalen Durchschnitts- und der minimalen Temperatur. Wenn Sie eine Tabelle einfügen und immer was Vordefiniertes machen, bezieht sich die Tabelle dann immer dem Thermogramm, das praktisch dann schon im Bericht vorhanden ist. Sie haben hier auch Übersichtstabellen, also sind Sie sehr flexibel. Sie können auch Grafiken einfügen, wie zum Beispiel ein Profil. Das wäre jetzt ein Profil und da steht es auch in der Legende Box 1. Also das ist jetzt das Profil, das waagerechte Profil in dieser Box. Wenn ich das jetzt ändern würde, die Messfunktion, dann wird sich halt das Profil dementsprechend verändern. Und hier haben Sie halt auch Histogramm über das ganze Bild, wie die Temperatur, also die Anzahl der Temperaturen, wie das halt dementsprechend die Häufigkeit, wie das verteilt ist. Und hier haben Sie halt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Können sich anzeigen lassen die Dokumenteneigenschaften, wann das erstellt worden ist. Entsprechend, das wird halt dann entsprechend dem Dokument hinterlegt. Hier haben Sie dann die Möglichkeit zu sagen, Textfelder mit Doppelklick haben Sie hier dann hier die Möglichkeit, einen Text zu hinterlegen. Also wie schon von mir erwähnt, also Sie sind hier sehr, sehr flexibel und haben hier umfangreiche Funktionen, Ihren Bericht zu erstellen. Allgemeine Informationen, also die Breite oder die Höhe des Bildes, die Dateigröße wird halt dann dementsprechend angezeigt. Wie gesagt, da können Sie auswählen, was Sie möchten. Hier Informationen zur Kamera, Kameramodell, FLIR T1030, dann die Seriennummer wird halt angezeigt. Also alle Informationen, die im Endeffekt im Thermogramm hinterlegt sind, hier all die Informationen, die können Sie sich dann auch in Ihrem Bericht darstellen bzw. anzeigen lassen. Soweit zur einfachen Berichterstattung. Also das Beste wird sein, Sie befassen sich selbst damit, weil Learning by Doing, das ist auch bei der FLIR-Software so. Am meisten lerne ich, wenn ich mich wirklich damit befasse. Und dann können Sie einfach mal ausprobieren, welche Möglichkeiten Sie da tatsächlich haben. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Bilddarstellung. Sie haben jetzt Ihren Bericht erstellt. Dann haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, den Bericht möchte ich speichern. Dann wird es in einer ATR-Datei gespeichert. Können natürlich auswählen, wo immer Sie den Bericht speichern möchten. Dann ist der Bericht jetzt abgespeichert. Oder Sie können auch sagen, ich möchte den Bericht jetzt als PDF exportieren. Dann wird er jetzt als Berichtsdatei als PDF exportiert. Dann haben Sie hier jetzt zum einen die Berichtsdatei und den PDF-Bericht. Wenn Sie den Bericht jetzt schließen oder einen neuen Bericht erstellen, haben Sie hier natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit auf alte Berichte zurückzugreifen, alte Berichte sich öffnen und diese dann wieder weiterverarbeiten. Also die Möglichkeit besteht ebenfalls. Kommen wir
zum nächsten Themengebiet, die Stapelverarbeitung. Hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Änderungen an mehreren Bildern durchführen. Dann muss ich das nicht einzeln machen an den Bildern, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, sondern ich größere Anzahl von Bildern gleichzeitig die gleichen Einstellungen dementsprechend übernehmen. In der Stapelverarbeitung. Wir machen hier ein neues Projekt. Das heißt, es sind keine Aufträge in meinem Stapel. Welche Möglichkeiten habe ich? Zum einen ist hier links die Auftragstoolbox. Hier haben Sie alle Möglichkeiten, das, was ich, die Änderungen, die ich machen kann. Sie haben es aber auch hier oben als Aufträge, nochmals als Icon mit Pull-Down-Menü. Wie gesagt, können Sie verwenden, was Sie möchten. Ob Sie es jetzt hier machen, Sie können das auch dementsprechend dann sich ausblenden oder wieder anzeigen lassen. Also wir möchten jetzt halt einen neuen Stapel machen. Sie haben gesehen, in unserer Bibliothek, hier habe ich vier Bilder liegen. Die sind alle mit Eisenpalette, haben unterschiedliche Messfunktionen und die möchte ich jetzt einheitlich in einem Grau, als Graustufenbild dargestellt haben, vielleicht noch mit einem gewissen Temperaturbereich von minimal 10 bis maximal 40 Grad. Das ist unsere Aufgabe und das können wir dann hier dementsprechend zum einen sagen, ich möchte eine Palette haben, eine Graustufenpalette. Auch hier hat man wieder die Möglichkeit, eigene Paletten zu verwenden. Und ich möchte die Skalenminimum, der soll sein bei 10 Grad Celsius und ich möchte ein Skalenmaximum, möchte ich habe von 40 Grad Celsius. Das ist jetzt sind meine Stapelaufträge. Das heißt, es wird immer von oben nach unten. Zuerst werden alle Bilder, wird die Farbpalette in Graustufenbild geändert. Es wird der untere Temperaturbereich auf 10 Grad und der obere Temperaturbereich auf 40 Grad. Dann hier unten wieder versteckt nächster Bildschirm. Das heißt, der nächste Schritt. Gehe in den nächsten Bildschirm und habe jetzt hier die Möglichkeit, mir die Infrarotaufnahmen auszuwählen, die ich bearbeitet haben möchte. Ich habe entweder die Möglichkeit, alles einzeln rüberzuschieben oder ich markiere mir mehrere Bilder und sage, ich schiebe sie rüber oder ich sage zur Stapelverarbeitung, dann wird es automatisch hier in den Stapel gesetzt. Ganz wichtig ist, die Originalaufnahmen, so wie wir sie hier sehen, die bleiben erhalten. Und die neu definierten Bilder, die werden in einer separaten Ausgabe, in einem separaten Ausgabeordner werden die hinterlegt. Dann habe ich meine Stapeldateien, die ich bearbeiten möchte, ausgewählt. Ich mache den nächsten Schritt, habe hier jetzt nochmal die Möglichkeit, die Überlagerung, die Stapelüberlagerung, was möchte ich alles überlagert haben, kann ich hier auch nochmal ändern. Oder ich sage, nee, das passt alles so, ich beginne mit der Verarbeitung und klicke hier auf Verarbeitung beginnen. Dann sieht man jetzt schon hier, wie ein Bild nach dem anderen verarbeitet wird. Es öffnet dann automatisch der Ausgabeordner, das ist also standardmäßig immer Thermal Studio Output. Und der Ordner hat dann dementsprechend einen Datumsstempel und einen Zeitstempel und darin befinden sich dann dementsprechend die verarbeiteten Dateien. Und wenn wir hier jetzt eine Datei öffnen, Sie sehen nach wie vor radiometrisch. Wir haben Graustufenbild, minimale Temperatur 10 Grad, maximale 40 Grad Celsius. Also funktioniert einwandfrei, sehr schnell. Und Sie müssen nur einmal definieren, wie Sie ein Bild behandelt haben möchten. Das heißt, ich erstelle mir einen Stapel, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt könnte es natürlich sein, Sie haben schon eine Infrarotaufnahme und genau so wie die Infrarotaufnahme aussieht, so sollen auch alle weiteren Aufnahmen aussehen. Können Sie auch machen, da haben Sie hier die Möglichkeit, Stapelarbeitung vom Bild. Dann suchen Sie sich das Infrarotbild aus, so wie Sie alle anderen auch definiert haben möchten. Nehmen wir das wieder, weil hier habe ich Messfunktionen beinhaltet. Sag öffnen, dann wird das genau analysiert, das Bild. Und Sie sehen jetzt schon, es ist ein Messpunkt, der hat die Koordinaten X und Y auf der X und Y-Achse. Der wird dann für jedes Bild dementsprechend gleichgestellt. Es wird ein Rechteck hinzugefügt. Eine Fusionsausrichtung, haben wir ja vorher mal die Überlagerung ein bisschen
korrigiert. Fusion, die Darstellung ist nur Infrarot. Hier haben wir dann die Emissionsgrad. Also wie gesagt, das Infrarotbild, das wir übernommen haben, wird exakt analysiert und anhand dessen werden die Stapelaufträge erzeugt. Und wenn wir jetzt hier weitermachen, wir nehmen jetzt die drei Bilder wieder. Die möchten wir jetzt geändert haben. Gehen wieder auf Weiter, Verarbeitung beginnen. Dann sehen Sie schon neuer Zeitstempel. Und wenn wir das Infrarotbild jetzt öffnen, sehen Sie also jetzt hier ist jetzt auch, wurden die Einstellungen des Ursprungsbild übernommen. Und es wurden auch die Messfunktionen hinzugefügt. Also ist eine sehr tolle und einfache Geschichte, um sehr schnell innerhalb kürzester Zeit dementsprechend mir meine Bilder auf eine einheitliche Darstellung zu bringen. Für viele ist es ja notwendig. Das heißt, einheitliche Farbpaletten, einheitliche Darstellung, einheitliche Messfunktionen, das haben Sie alles die Möglichkeit mit der Stapelverarbeitung zu machen. Soweit zur Berichterstattung Stapelverarbeitung. Abschließend noch möchte ich Ihnen zeigen, welche Möglichkeit das wir haben, wenn man Kamera live verbindet. Sie gehen hier auf den Live-Button. Dann sehen Sie hier auch schon, welche Kameras die Software gefunden hat. Und habe jetzt hier auch die Möglichkeit zu sagen, Herstellen einer Verbindung mit Livestream. Klick drauf, wird hier das Live-Bild geöffnet. Also das sehen hier auch, also das ist tatsächlich live. Ist natürlich jetzt nicht fokussiert, also ich habe mit Absicht hier jetzt nichts eingestellt, damit ich Ihnen auch zeigen kann. Sie haben hier bei Kameraaufnahme mal auch die Möglichkeit zu fokussieren. Das gleiche hier oben auch bei Kamerasteuerung. Sie haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Kamera kalibrieren oder den Shutter betätigen. Und hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Autofokus zu betätigen. Also das heißt, die Kamera hat mir jetzt das Bild fokussiert. Und dann verhält sich's bei der Bearbeitung genauso wie bei der von den Messfunktionen wie bei gespeicherten Bild von Darstellung habe ich hier genauso die Möglichkeit, Darstellung zu ändern. Ich habe hier die Möglichkeit, Messpunkte einzubringen. Meine Farbpalette kann ich dementsprechend auch ändern. Also man sieht das jetzt, das ist ein Heizkörper. Könnte dann hier auch sagen, eine Kennlinie einbringen, dass ich sehe, wie ist die Temperaturverteilung. Und auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, Profil, hier wird mir das Profil angezeigt, sozusagen Temperatur. Von der Linie 1, genau, das ist die Linie 1. Und auch hier sehe ich halt dann, wo ich mich befinde. Also wie gesagt, die Einstellungen im Live-Modus ähnlich wie wenn ich, oder nicht ähnlich, sondern identisch zu denen, die ich halt bei einem Einzelbild oder gespeicherten Bild vornehmen kann. Sie haben natürlich hier dann auch die Möglichkeit, mit Level und Span zu spielen, so wie Sie es kennen. Und hier mal jetzt in den Möglichkeiten, zum einen kann ich mal sagen, das Bild einfrieren. Das heißt, weil wir sind ja jetzt hier, man sieht es vielleicht auch, die Temperatur ändert sich vielleicht im Zehntelgradbereich. Wenn ich es hier einfriere, sozusagen angehalten, kann es dann natürlich dann auch wieder freigeben. Kann hier einen Schnappschuss speichern. Das wird es wichtig dazu zu sagen, ist also die Infrarotaufnahme, die wird nicht in der Kamera gespeichert, auf der SD-Karte, sondern sie wird hier am PC gespeichert. Auch im Ausgabeordner vorher schon definiert wurde. Und genauso verhält sich es dann auch. Ich kann eine Aufzeichnung machen, also eine Videoaufzeichnung, die läuft jetzt. Kann die dann stoppen und wird halt dann als Sequenz gespeichert. Wir sehen es dann hier unten auch immer Infrarot 000 oder Record 01. Und jetzt haben wir halt auch die Möglichkeit, das ist über diese Schnellstartleiste, können Sie halt dann auch die Videos dementsprechend öffnen und dann abspielen. Und hier haben Sie natürlich jetzt exakt die gleichen Möglichkeiten wie auch bei Einzelbildern. Also könnten Sie hier auch nicht nur das Einzelbild, sondern auch Videos bearbeiten, wenn Sie im Bearbeitungsmodus sind. Zum Trennen, entweder hier oben oder hier einmal drauf und dann ist die Verbindung getrennt. Wichtig ist auch, wenn ich eine aktive Verbindung über den PC zur Kamera habe,
dann ist die SD-Karte der Kamera sozusagen deaktiviert. Das heißt, Sie können an der Kamera selber jetzt keine Bilder speichern, weil eben der Zugriff über USB-C-Kabel am PC vonstatten. Soweit wären wir jetzt am Ende angelangt. Melden Sie sich bei uns. Wenn Sie ein spezielles Problem mit der Software haben, können wir das gerne lösen. Ich kann mich auch jederzeit bei Ihnen am Rechner über Fernwartung aufschalten, dass wir das über TeamViewer dann geregelt bekommen. Ich stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Und somit wären wir eigentlich am Ende angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.